In Fünfergruppen wurden die Gefangenen in die Höhle geführt, an jenem 24. März 1944. Einzeln mussten die Geiseln niederknien. Aus kurzer Entfernung fielen dann die Schüsse. 335 Menschen starben. Das Massaker in den adriatischen Höhlen gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen, das die Deutschen im besetzten Italien begangen haben. 52 Jahre nach der Tat steht jetzt in Rom ein Mann vor Gericht. Erich Priebke, 82 Jahre alt, ehemaliger SS-Hauptsturmführer. Die Anklage: Mitwirkung an besonders grausamen Morden. Es war ein Kriegsverbrechen und wer sich an dieser Ausführung beteiligte, beteiligte sich im Grunde genommen an der Ausführung eines verbrecherischen Befehls. Priebke war immer sehr beherrscht, hatte eine förmlich korrekte Art, aber er schlug und folterte genauso wie alle anderen. Es gibt nichts Negatives über ihn zu sagen. Wenn man den 24. März und die Notwendigkeit, an dieser Exekution teilnehmen zu müssen, weglässt, so ist Priebke ein ehrenwerter Mann. Und genau diese Strategie verfolgt die Verteidigung. Vor Gericht beruft sich Priebke auf den sogenannten Befehlsnotstand. Er habe damals schießen müssen. Eine Weigerung hätte seinen Tod bedeutet. Als Mitarbeiter der Gestapo machte der junge Priebke Ende der 30er Jahre schnell Karriere. 1941 wurde der schneidige SS-Offizier nach Rom versetzt. Sein Schreibtisch stand in der Via Tasso, dem Hauptquartier des deutschen Sicherheitsdienstes. Nach Mussolinis Sturz ein Verhör- und Folterzentrum für italienische Partisanen. Höchstpersönlich soll Priebke hier viele Opfer für die Erschießung in den adriatischen Höhlen ausgewählt haben. Dieser Raum ist den Gefallenen gewidmet. Es waren junge und alte Männer, sogar Priester und Verbrecher, Angestellte und Arbeiter. Auch Juden waren unter den Opfern. Es sieht so aus, als seien sie nur einfach dazugenommen worden, ohne dass sie irgendeine Schuld traf. Erst Monate später erfuhren die Angehörigen vom Schicksal der Geiseln, als die amerikanischen Befreier die grausigen Einzelheiten der Massenhinrichtung untersuchen. Die deutschen Besatzer hatten behauptet, das Massaker sei eine vom Kriegsrecht zugelassene Repressalie. Ein Racheakt der Nazi-Führung, denn 24 Stunden zuvor hatten italienische Partisanen in Rom 33 SS-Angehörige mit einer Bombe getötet. Hitler persönlich ordnete daraufhin die Hinrichtung von Geiseln an, im Verhältnis 10:1. Weil 5 Männer zu viel erschossen worden waren, wurde nach Kriegsende nur der Leiter der Aktion, Polizeichef Herbert Kappler, verurteilt. Erich Priebke blieb ein freier Mann. Herr Priebke, davon gehe ich mal aus, wurde einfach übersehen. Denn aus meiner Kenntnis der Literatur und der Akten, sowieso in den Akten findet man über ihn nichts, außer über irgendwelchen Personaldaten, aber er ist wegen seiner Stellung einfach übersehen worden. Man hat ihn nicht zur Kenntnis genommen. Und es war sicherlich auch, zumindest in der Bundesrepublik Deutschland, kein Interesse vorhanden. Seit 5 Wochen läuft jetzt der Prozess vor dem Militärtribunal in Rom. Das Gericht versucht mit Zeugen und einer Vielzahl von Dokumenten das Verteidigungskonzept des 82-Jährigen zu zerstören. Doch beharrlich hält der Angeklagte daran fest, er habe nur einem Befehl gehorcht. Vor 14 Tagen dann gerät Bewegung in das Verfahren. Die Anklage präsentiert einen Belastungszeugen, den ehemaligen SS-Sturmbahnführer Karl Hass. Auch er war am Massaker beteiligt und lebte unbehelligt in Italien und der Schweiz. In Zeitungsinterviews brüstet sich der 84-Jährige damit, Priebke schwer belasten zu können. Hass wird als Zeuge der Anklage vor Gericht geladen. Doch in der Nacht vor der Aussage versucht er, aus seinem Hotel zu fliehen. Kurz nach 5 Uhr morgens finden Karabiniere den alten Mann verletzt auf dem Gehweg. Ob alte SS-Seilschaften ihn in Panik versetzt haben, wird noch untersucht. Die Vernehmung des Kronzeugen findet am Krankenbett statt. Das Ganze ist eine unendliche Geschichte des Horrors. Je tiefer sie darin graben, desto mehr Abscheulichkeiten kommen zutage. Es wäre besser gewesen, wenn wir nie etwas darüber erfahren hätten. Doch die Angehörigen müssen erneut erfahren, dass die alten SS-Seilschaften noch immer funktionieren. Das Verhör wird in einen Nebenraum des Krankenhauses übertragen. Nur mit einem Vorhang vor den Kameras abgeschirmt, Kopf an Kopf mit seinem alten Kameraden, ergreift Hass das Wort und bestätigt Priebkes Lüge vom Befehlsnotstand. Und was hat Kappler bei dem Treffen zu Ihnen gesagt?
dass wir leider alle, vom ersten bis zum letzten des Kommandos in Rom, zwei Geiseln erschießen müssten. Wer seinen Befehl nicht folge, würde selbst an die Wand gestellt. Gesicherter Forschungsstand nach 50 Jahren Prozessen in Deutschland und in anderen Ländern ist der, dass kein einziger nachweisbarer Fall bekannt ist, in dem ein deutscher Soldat oder ein SS-Angehöriger oder ein Polizeiangehöriger wegen der Nicht-Ausführung eines verbrecherischen Befehls in die Situation des Befehlsnotstandes geraten ist, das heißt, eine Gefahr für Leib und Leben gegenwärtigen musste. Priebkes Verteidiger Velio Di Rezze ist trotz allem zuversichtlich. Seit ein paar Tagen bringt er einen angeblich neuen Hauptverantwortlichen ins Spiel. Einen Mann, den bisher niemand mit dem Kriegsverbrechen in Zusammenhang gebracht hatte. Schütz, Karl Schütz war der zweite Mann nach Kappler. Er war der wirkliche Chef in der Via Tasso, Leiter der berüchtigten Abteilung 4, die, wie man sagte, folterte, quälte, verhörte und einsperrte. Mir ist bekannt, und sagen Sie nicht, dass es nicht wahr ist, dass er als freier Mann in Deutschland lebt und sogar als Polizist gearbeitet hat. Tatsächlich erscheint SS-Hauptsturmführer Karl Schütz auf einer Liste des Erschießungskommandos gleich hinter Erich Priebke. Nach dem Krieg verdingte sich der Offizier offenbar nicht nur bei der Kriminalpolizei in Trier. Erich Mielkes Agenten interessieren sich 1971 für den Altnazi. Die Freunde vom Moskauer KGB bestätigen den Verdacht, Schütz sei Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes. Auch der Staatsanwalt in Rom hofft auf einen weiteren Zeugen. Schütz' Spur verliert sich so um 1985. Ich bin zurzeit sehr mit diesem Fall beschäftigt. Um ihn zu finden, haben wir schon Interpol eingeschaltet. Aber die kommen zu spät. Vergangene Woche erhielt Spiegel TV die Bestätigung der Stadt Köln, dass Karl Schütz im März 85 verstorben ist. Und so bleibt es dem ehemaligen Polizeichef von Rom, Herbert Kappler, selbst vorbehalten, Erich Priebkes Verteidigung zu zerstören. Per Tonband meldet sich Kappler 18 Jahre nach seinem Tod im Gerichtssaal zu Wort. Amen. 1974, drei Jahre vor seiner Flucht aus dem Gefängnis, hatte Kappler der Zeitung Il Tempo ein Interview gegeben. Er machte damals dem Journalisten rechts im Bild ein unerwartetes Geständnis. An dieser Stelle versichert Kappler, dass er seinen Offizieren, die an diesem Massaker teilgenommen haben, geraten hat, sagen wir, um ein juristisch einwandfreies Alibi zu bekommen: Ihr müsst sagen, dass ich euch gezwungen habe zu schießen, weil ich euch sonst an die Wand gestellt hätte. Der verantwortliche Befehlshaber selbst zerstört die Mär vom Befehlsnotstand. Doch der Verteidiger und sein Mandant glauben, schon bald eine neue Trumpfkarte präsentieren zu können. Nächste Woche soll Anneliese Kappler aussagen, die Stimme auf dem Band sei nicht die ihres verstorbenen Mannes. Das alles wird Erich Priebke wohl nicht vor einer Verurteilung bewahren. Den entscheidenden Beweis seiner Schuld hat er selbst geliefert. In einem Brief an das Gericht schrieb Priebke zu seiner Entlastung, er habe damals sogar gegen den Erschießungsbefehl in den Ariatinischen Höhlen protestiert. Laut Militärstrafgesetzbuch aber wäre es dann seine Pflicht gewesen, den Mordbefehl zu verweigern.